Servus und herzlich willkommen auf meinem Kanal der Fliesenleger. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe heute ein Thema, das wir schon mal hatten. Und zwar, ihr seht es im Hintergrund, wir haben eine Dusche. Und diese Dusche dichten wir ab. Allerdings mit einem relativ bekannten Produkt von einem relativ bekannten Hersteller, den wahrscheinlich einige von euch kennen werden. Das Ganze nach dem Intro. Bleibt dran, damit ihr nichts verpasst. So, ihr Lieben, ihr seht es, es wird orange. Orange, jeder, der Ahnung hat, kennt diese Farbe und weiß, zu wem diese Farbe gehört. Und zwar zu Schlüter Systems. Wir haben das Material von Schlüter zugeschickt bekommen, um ein Video darüber zu machen. An dieser Stelle mal großes Dankeschön an Schlüter. Super Produkte. Ich denke, jeder Fliesenleger kennt es. Wir haben hier eine 2-Meter-Rolle. Warum gibt es diese Rollen auch in 2 Meter Länge oder Höhe? Einfach aus dem Grund, weil es im Duschbereich reicht, auf 2 Meter Höhe abzudichten. Das bedeutet, die normale Standardbahn ist immer 1 Meter hoch. Ne? Das heißt, ihr müsst Hochkant legen. Hier in dem Fall ist es so, ihr habt die 2 Meter direkt schon. Das heißt, ihr könnt rundherum liegen. Ne? Wir machen es aber nicht rundherum, ich schneide es in Ecken ein. Einfach aus dem Grund, weil das ist wie beim Tapezieren auch, da kann immer mal sich Luft dahinter einschließen. Das wollen wir nicht, weil das stört nachher beim Fliesen, hört sich dann hohl an, kann sich hohl anhören. Oder es stört halt einfach, dass dann diese Luftblasen im Weg sind in den Ecken. Deswegen schneiden wir uns die auf Maß. Dann wird das Ganze geklebt. Wir machen heute erstmal nur die Wände. Beim nächsten Mal geht es dann mit dem Boden weiter. Wir machen Gefälle-Estrich. Ich mache einfach aus dem Grund die Wände schon bevor der Estrich drin ist, damit ich nachher auf dem frischen Estrich nicht nochmal mit Kleber rumhantieren muss. Ne? Das heißt, ich mache meine Abdichtung an der Wand, stelle meinen Randdämmstreifen vorbei, mache meinen Estrich und dann wird der Boden abgedichtet. Genau, wir starten jetzt, indem wir hingehen und diese Bahn schneiden. Einziger Nachteil an der 2 Meter Bahn ist, ihr braucht ein bisschen mehr Platz, wo ihr euch die Bahn auslegen könnt und zurechtschneiden könnt. Ne? Aber normalerweise, wo eine Baustelle ist, findet man immer irgendwo einen Platz. Das heißt, ich suche mir jetzt den Platz, wir schneiden uns die Bahn aufs Maß und dann geht es ans Kleben. So, wie ihr im Hintergrund seht, hier haben wir Platz, hier haben wir sehr viel Platz. Das heißt, wir legen uns die Rolle aus. Ihr braucht eine Wasserwaage, Cuttermesser, am besten mit einer frischen Klinge. Dann könnt ihr nämlich schön lässig durch, ohne da groß Druck drauf zu geben. Ne? Das heißt, wir rollen uns die Rolle aus. Wir holen uns die Maße, haben wir uns in der Dusche schon genommen. Rolle ausrollen. So, das Gute an der Schlüter-Kerli-Matte ist ganz einfach, dass hier diese Kästchen auch drauf sind. Diese Kästchen sind immer 1 cm. Das heißt, sage ich mal, ihr hättet keinen Zollstock, könntet ihr immer noch diese Kästchen abzählen. Halte ich aber eher für mühselig. Ist auch einfach wahrscheinlich aus dem Grund, dass ihr einfach eine Parallele auch habt. Ihr müsst euch beide Punkte anmessen, könnt an einer Stelle messen und übertragt oder fahrt entlang dieser Linie bis auf die andere Seite. So, wir haben uns jetzt hier die 1,36 m angezeichnet. Und um zu kontrollieren oder um einfach mal zu gucken, ob die wirklich parallel sind, habe ich mir von der anderen Seite auch mal 1,36 angezeichnet. Und man sieht, dass wir hier genau über den Strich dasselbe Maß haben. Ne? Das heißt, die Kästchen sind parallel drauf gedruckt. Das vereinfacht die Arbeit extrem. Also, das heißt, wir gehen hin, legen uns die Wasserwaage entlang vom Strich und schneiden uns die Bahn. Ich gehe mal hin, lege mir die Wasserwaage hin, gehe einmal mit dem Knie drauf. So, und dann sollte man die einfach abreißen können. So, erste Bahn geschnitten, wir schneiden die nächste Bahn und dann gehen wir rüber. So, ihr Lieben, die Bahnen sind geschnitten. Einmal das Stück, das ist einmal das Stück. Kleber ist angerührt. Ich mache mir den Kleber immer ein bisschen dünner. Ne? Nicht zu steif, also sonst habt ihr keine so gute Haftung. Macht den ruhig ein bisschen sämig. Schön dünn, also nicht zu dünn, aber schön eher dünner als zu steif. Ne? Damit ihr auch eine schöne Haftung bekommt. Ich benutze 3 mm Zahnung. Ich zeige sie euch einmal. Relativ klein. Habe ich in meinem letzten oder vorletzten Video habe ich euch die verschiedenen Zahnungen erklärt. Ich benutze einfach eine 3 mm Zahnung aus dem Grund, damit ihr
keine Unebenheiten darunter habt. Ne? Umso größer die Zahnung, desto weniger kriegt ihr gleichmäßig beigedrückt. Deswegen eine relativ kleine Zahnung nehmen. Das heißt, wir kleben diese zwei Bahnen jetzt ran. In die Ecken kommen die Spender, die Manschetten kommen drauf. Das machen wir aber beim nächsten Mal, wenn wir den Boden noch abdichten. Weil dann rühren wir nämlich dieses Kerdicoll, nennt sich das, da zeige ich euch dann auch, rühren wir einmal an und setzen direkt alle die Spender. Macht jetzt keinen Sinn, sich eine kleine Menge anzurühren. So, das heißt, wir gehen hin, Kleber aufziehen, einmal komplett die ganze Seite, diese Seite noch nicht. Wir machen erst diese Seite, ziehen wir einmal komplett auf und dann kleben wir es rein. So, wir haben den Kleber aufgezogen, schön gleichmäßig. Guckt, dass ihr nicht irgendwo noch dickere Stellen stehen habt, weil das merkt ihr alles unter der Kerdimatte, gell? Das heißt, jeden Buckel oder überall da, wo zu dick Kleber steht, merkt ihr, ihr kriegt da Unebenheiten und Buckel rein, merkt ihr nachher beim Fliesen, gell? Ihr merkt einfach unter einer Fliese jede Unebenheit. So, ich habe mir noch einen Flieger dazu genommen, wir nennen das Flieger, um das Ganze schön gleichmäßig glatt zu drücken. Wir nehmen die Bahn. Ich habe mir mit der Wasserwaage da Striche gemacht. Das heißt, wir haben genau unser Punkt, wo wir das ansetzen. Das ist im Prinzip ähnlich wie beim Tapezieren. Setzt euch das an. So. 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 Ein bisschen nochmal lösen, wenn ihr heute eine Falte oder so habt. Oder auch ein bisschen beiziehen müsst, könnt ihr das nochmal ein bisschen lösen und dann einfach rausheben. So, jetzt habt ihr leicht angedrückt mit der Hand, geht ihr hin und verteilt das Ganze. Schön feste dran drücken. Auch nicht zu feste drücken, nicht so feste, dass ihr euch den ganzen Kleber wieder rauszieht, weil auch dann kriegt ihr Unebenheiten rein. Das heißt, schön gleichmäßig randrücken. Ich schneide mir das Ganze immer, beziehungsweise setze das immer ein bisschen tiefer an. Schneiden musste ich ja nicht, wir haben ja hier 2 Meter. Ich ziehe das immer 1-2 Zentimeter weiter runter. Weil ihr müsst bedenken, ihr bekommt hier Gefälleestrich hin. Ne? Das heißt, ihr habt nachher einen tieferen Punkt als der fertige Fußboden. Von daher zieht euch die Abdichtung immer noch ein bisschen runter. Dann könnt ihr nachher einfach euer Randstreifen gegenstellen, Estrich machen, nachher abschneiden und da kommen ja dann eh noch die Dichtspender drauf. So, noch einmal schön verteilen und einmal gleichmäßig randrücken. So, das war's schon. So, klebt eure erste Bahn. Ganz wichtig, beziehungsweise gut zu wissen, für Leute, die sich damit nicht auskennen, diesen Abdichtvlies könnt ihr mit ganz normalem Fliesenkleber kleben. Ganz normaler Flexkleber, Abdichtvlies kleben, reicht, wird hart, vollkommen ausreichend. Ne? Also ihr braucht da keinen speziellen Kleber oder sonstiges für. Anders ist es in den Ecken nachher, wenn die Dichtspender geklebt werden. Das muss ausschließlich mit Kerdicoll geklebt werden. Kerdicoll ist ein Dichtkleber und das gewährleistet einfach, dass ihr unter den Dichtspendern bzw. diese Klebepunkte, dieser Kleber, auch eine Dichtigkeit vorgibt, ne? Oder hergibt. So, wir machen dasselbe jetzt noch an dieser Wand und dann haben wir jetzt schon. Und dann folgt, nachdem ich den Estrich gemacht habe, folgen die nächsten Schritte. So, wie schon eben erwähnt, folgt jetzt die nächste Wand. Wie ihr seht, fällt euch wahrscheinlich auf, gucken hier 2 Baustopfen raus. Was bedeutet das? Da sind Wasserleitungen, da kommt nachher die Duscharmatur hin. Die werden abgeschraubt später und dann kommt die Duscharmatur hin. Das heißt, jetzt in der Abdichtung mit der Kerdimatte schneiden wir uns die einfach nur aus. Ne?
Es muss nicht hundertprozentig sein, aber darf auch nicht zu groß sein, ausgeschnitten sein. Gell? Also guckt schon, dass ihr relativ gleichmäßig ausgeschnitten bekommt, weil da kommen nachher noch Lichtmanschetten drauf. Ne? Auch das zeige ich euch gleich, aber wie man die klebt, zeige ich euch dann, wenn der Estrich drin ist. So, wir starten und ziehen die nächste Wand auf. So, auch hier gehen wir wieder hin, nehmen uns unser Flieger, unser Andrückgerät. Muss kein Flieger sein, ihr könntet mit einem Kletter machen, mit einem Reibbrett, irgendwie sowas, womit ihr einfach gleichmäßig was angedrückt bekommt. So, wir setzen die wieder oben an, wir haben ja unser Startpunkt. So. Und jetzt merkt ihr hier, sind die Baustopfen. Diese müssen wir natürlich rausschneiden. Das heißt, guckt, dass ihr eine spitze Klinge habt, eine frische Klinge. Wir gehen hin, schneiden schön vorsichtig entlang der Baustopfen. Einfach auch so rund ausschneiden. Wie gesagt, da kommt nachher eine Dichtmanschette drüber. Das heißt, ihr bekommt da trotzdem noch dicht. So, zu den Baustopfen sage ich euch gleich auch mal noch was sehr Interessantes, was immer und immer wieder falsch gemacht wird auf der Baustelle, wofür Schlüter aber vorgesorgt hat und wirklich ein absolut exzellentes Produkt auf den Markt gebracht hat. So, wir drücken das wieder bei. So, jetzt seht ihr das hier. Da das sich ein bisschen Falten schlägt, dann geht ihr einfach hin und macht hier nochmal einen kleinen Schnitt rein. So. Und dann könnt ihr das Ganze andrücken. Wunderbar. Schön gleichmäßig drücken. Andrücken. Hier unter der Armatur, hier auch mal dazwischen gehen, damit auch die Luft da raus ist und da auch alles angeklebt ist. Ich empfehle euch, immer aus der Mitte raus das Vlies anzudrücken. Das heißt, von oben fangt ihr an, aus der Mitte raus nach rechts, nach links und nach unten zu arbeiten. Und dann bekommt ihr eigentlich auch keine Falten. So. So. Jetzt seht ihr, ich bin hier ein bisschen tiefer gegangen, als der Estrich ist, damit wir einfach nachher Randstreifen stellen können. Und mit dem Esstisch dagegen sind, da laufen wir nicht Gefahr, dass uns nachher einfach ein Stück fehlt von der Höhe, ja. Weil wir ja da nachher den tiefsten Punkt haben, das heißt Gefälle Esstisch machen. So, das war's auch schon. Könnt ihr dann nochmal zur Kontrolle noch einmal komplett drüber gehen. Gucken, dass keine Luftblasen sind. Hier war jetzt eine, habt ihr gesehen, die kann man dann schön rausziehen. Und das war's schon. Ich mache jetzt mein Werkzeug sauber und dann erzähle ich euch aber zu den Baustopfen und zu dem Produkt, was Schlüter dafür entwickelt hat. So ihr Lieben, ich habe euch ja gesagt, dass ich euch mal erkläre, was es mit diesen Schlüter-Paars auf sich hat. Ihr seht es hier schon, diese ist schon dran gemacht. Geht im Prinzip darum, die Baustopfen stehen meistens zu weit in der Wand. Normalerweise müsste dieses Teil auf diesem Messingflansch nachher abdichten. Wenn die Baustoffe zu weit rausgucken, wie in dem Fall, funktioniert das aber nicht. Dafür hat Schlüter diese, ja, wie soll ich sagen, Plastikringe entwickelt. Die macht man so drum und dann kann man hingehen, kann diese Abdichtung da drüber machen. Dichtet das alles ab, schön press. Nachher kann der Installateur den Baustopfen rausziehen. Dieser Ring bleibt da. Er kann seine Armatur festmachen bzw. seine Messingverlängerung. Holt diesen Stopfen raus, quasi so. Und die Abdichtung schmiegt sich nachher um die Armatur bzw. diese Messingverlängerung. So wird richtig abgedichtet. Ich habe allerdings gesehen, dass diese Baustopfen dieses System schon haben.
Die haben hier was Schwarzes drum. Das ist im Prinzip, dient dem Gleichen. Das ist, ja, im Prinzip kann der Baustopfen nachher rausgedreht werden. Das hier wird bündig abgeschnitten und man hat die Abdichtung nachher an diesem Punkt. Das heißt, dieses brauchen wir in diesem Fall nicht. Trotzdem eine sehr, sehr feine Sache, weil das hier, dass die Installateure sowas machen, ist nicht die Regel. Ne? In der Regel ist es tatsächlich leider Gottes so, dass die Baustopfen einfach nur da sind. Man dichtet gegen ab, wird rausgedreht, die Abdichtung ist hinüber. Ne? Dafür sind diese Dinger wirklich optimal. So, als nächstes wird abgedichtet. Ich beziehe mich jetzt nur auf den Duschbereich. Gell? Badezimmer wird rundherum abgedichtet, in Deutschland auf jeden Fall. Ich, wie gesagt, ich arbeite nicht in Deutschland, da wird das nicht immer gemacht, es sei denn, das ist wirklich erwünscht. Hier mache ich es aber ich beziehe mich jetzt nur auf diesen Duschbereich, weil sonst das Video einfach zu lang wird. Also, wir haben die Kerli-Matte geklebt. Warum habe ich hier eine Fliese liegen? Einfach aus dem Grund, ich habe die Kerli-Matte jetzt frisch geklebt. Und wenn ich mich jetzt so da drauf knien würde, würde ich mir einfach Buckel da reinziehen bzw. beulen und das wollen wir nicht. So habt ihr eine optimale Gewichtsverteilung und dann passiert nichts. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich auch, warum hat er hier Ditra und warum hat er hier Kerli? So, im Normalfall wäre ich mit Ditra weiter durchgefahren. Geht auch, mit der Schlüter-Ditra-Matte kann man auch abdichten. Hat auch den Vorteil, man kann auf junge Estriche legen. Das heißt, ihr habt einen Gefälle-Estrich gemacht, könnt ihr am nächsten Tag die Ditra-Matte oder zwei Tage später die Ditra-Matte drauflegen. Passiert nichts. Ne? Hier ist es aber so, ich habe hier nicht allzu viel Gefälle. Die Installateure kamen mit der Rinne nicht weiter runter. Das heißt, ich habe hier 13 bis 15 mm Gefälle und habe jetzt bewusst außen Ditra gemacht und innen Kerli, um einfach diesen Höhenunterschied zwischen Kerli und Ditra-Matte nochmal mit dem Gefälle anzupassen. Das heißt, die Ditra-Matte trägt 2 bis 3 mm höher auf als die Kerli-Matte und diese 2 bis 3 mm hole ich mir einfach noch dadurch im Gefälle zur Dusche mit. Ne? Genau, ihr seht es hier. Dischbänder, das ist das Dischband, was hier in die Ecke kommt. Einmal Dischband hier über den Stoß, an den Rändern vorbei, die Dischdrinne. Das Ganze wird alles mit Kerli-Coll geklebt. Das Produkt zeige ich euch jetzt noch, sage auch noch ein bisschen was darüber. Wie gesagt, ich beziehe mich nur auf den Duschbereich. Diese Dischbänder werden nachher rundherum im Badezimmer durchgezogen. Dicht, Innenecken, Außenecken gibt es auch, kommen in die Ecken. Alle Stöße von der Ditra-Matte abgedichtet, also auch ein Dischband drüber, Kerli-Coll, und dann habt ihr euer Badezimmer wunderbar abgedichtet. So, als nächstes zeige ich euch Kerli-Coll. Kerli-Coll ist ein zweikomponentischer Dichtkleber. Das bedeutet, ihr habt Pulver da drin und eine weiße Milch. Das Ganze wird angerührt, so dass ihr nachher einfach einen Dichtkleber habt. Das heißt, er wirkt nachher fast wie Gummi. Und dichtet eure Dichtbänder hundertprozentig ab. Ne? Also nicht mit Kleber eure Dichtbänder kleben, mit Fliesenkleber, sondern wirklich mit diesem Dichtkleber. Nur dann ist die volle Dichtung oder Abdichtung auch gewährleistet. Ne? Wir gucken mal rein. Wie eben gesagt, einmal Pulver. Hier, das ist auch ganz cool, weil ihr habt hier einmal eine schöne kleine, einen kleinen Zahnkamm, sogar mit Schlüter Systems drauf gefräst oder gestanzt, sehr schön. Und ihr habt noch ein paar Handschuhe. Und da sage ich euch ganz ehrlich, empfehle ich euch, zieht die an, zieht die Handschuhe an. Ihr kriegt das Zeug fast nicht mehr von den Händen weg, das ist Teufelszeug. Ja. Und dann auch, wie eben gesagt, die Milch. Das ist dieses weiße, dieser Komponent B bzw. A und das ist Komponent B. Das gibt ihr zusammen, wird angemischt, bis ihr eine schöne, gleichmäßige Masse habt. Das Ganze mache ich jetzt und dann zeige ich euch, wie man das verarbeitet. So, wir haben das Ganze angerührt. Das sieht so aus. Schön eine gleichmäßige Masse. So wollen wir das. Das hier ist wirklich schön und auch cool, dass das beiliegend ist. Aber ich arbeite lieber mit meiner 3 mm Zahnung. Ich kriege das einfach besser aufgezogen und auch besser nachher glatt gezogen. Und ich bin der Meinung, die trägt ein bisschen weniger auf. Ne? Ja, wir starten jetzt. Ich zeige euch jetzt mal ein, zwei Dichtbänder und die Dichtmanschetten. Und den Rest machen wir im Schnelldurchlauf. So, für die Dichtmanschetten gehe ich hin. Hole mir ein bisschen auf die Zahnung. Und zahne das auf.
schön rundherum aufzahnen. Ruhig ein bisschen breiter aufzahnen, das macht nichts. So. So, hier in der Mitte machen wir auch noch ein bisschen. So, dann kommen unsere Tischmanschetten. Nummer 1. Und Nummer 2. Schön draufstülpen, feste dran drücken hinten. Und dann gehe ich mit der glatten Seite drüber und ziehe das überschüssige Material darunter raus, so dass ihr möglichst glatt anliegen habt. Und that's it, das war's schon. Die Manschetten sind dicht, nachher kann hier rausgedreht werden, das wird abgeschnitten, alles dicht. So, für Tischband gehe ich mal noch mal ein bisschen weiter weg von der Kameraführung. Ist im Prinzip dasselbe Spiel, gell? Aufzahnen, Tischband einlegen, glätten. Also überschüssiges Material rausglätten, einmal den Rest überspachteln. Ihr müsst das nicht überspachteln, gell? Also Schlüter sagt ganz klar, man muss die Stöße nicht unbedingt überspachteln. Nochmal mit dem Zeug, das reicht, wenn ihr das Zeug damit klebt. Also ihr müsst nicht nochmal komplett die Stöße abspachteln. Aber dadurch, dass ihr eh überschüssiges Material rausdrückt quasi, kann man das doch einmal gerade verspachteln. Ne? So, ich denke, so ist besser. Sonst sieht die Mische nämlich immer davor. So, einfach mal ein bisschen großflächiger drauf, ein bisschen dicker und dann anfangen zu verteilen. Schön in die Ecken rein, bis unten hin. Dasselbe auf der anderen Seite. So, hier dasselbe. Ihr merkt doch schon beim Aufzahnen, dass dieses Material ein ganz anderes Material ist. Also nicht mit Fliesenkleber zu vergleichen. Gell? Ihr merkt schon, dass das wie eine Gummi, ein gummiartiges Gemisch ist. Aber lässt sich sehr gut verarbeiten. Schön geschmeidig von der Konsistenz her, lässt sich wirklich sehr schön abziehen. So, jetzt haben wir das auch, überschüssiges Material. Zurück in den Eimer, noch einmal die Ecke. So, jetzt nehmen wir unser Tischband. So in die Ecke. Schön gleichmäßig. Unten hin. Wenn ihr unten Zentimeter Luft habt, ist das nicht schlimm, da kommt eh noch eine Dichtecke rein. So. Einmal randrücken. Ich nehme mir immer Zahnung und Raufel zur Hand und drücke das mir schön in den Ecken ran. So. Schön von oben nach unten. So, jetzt hatte ich hier eine kleine Falte, die kann man nochmal rausdrücken. So. Und dann gehe ich einmal mit der glatten Seite hin und ziehe einmal über den Stoß den Restmaterial weg. So. Seite 1 ist fertig. Dasselbe auf der anderen Seite. Zack, fertig. Wunderschön. Ecke auch abgedichtet. Ganz wichtig, ihr müsst gucken, dass ihr das richtig schön press reindrückt. Weil wenn ihr da zu viel Masse dahinter habt, stört das euch nachher beim Fliesen. Die Spender müssen immer so glatt wie möglich geklebt werden. Ne? So, jetzt zeige ich euch noch eine Dichtecke und dann machen wir den Rest im Schnelldurchlauf.
So, bei der Tischdecke ist es so, dass es keine Rolle spielt, ob ihr zuerst das Tischband, dann die Tischdecke drauf oder erst die Tischdecke, dann das Tischband drauf. Das spielt keine Rolle, dadurch, dass ihr mit dem Tischkleber klebt, ist es so oder so dicht. Genau. Hier dasselbe Spiel. Material auf den Kletter, Ecke wegholen, aufzahlen. Wand bis in die Ecke rein. Hier auch. Und dann Boden. Hier haben wir jetzt das Problem, dass die Ecke kein 90-Grad-Winkel ist. Das hier ist ein Winkel, der zuläuft. Das bedeutet, wir müssen uns halt ein bisschen anpassen. Aber das geht. So, ihr holt die Ecke, drückt die rein. Zack, zack. Nehmt euch wieder die Traufe. Dann wird das Ganze reingedrückt. Ich gehe mal hin, halt mit den Fingern hier fest, damit ich hier glatt ziehen kann. So, dann hier selber. Stöße ein bisschen überspachteln. Das mache ich bei den Tischecken eigentlich ganz gerne. Vor allem, wenn man einen Winkel hat, der nicht hundertprozentig ist. Damit ihr da oben nichts abstehen habt, beziehungsweise keine Lufteinschlüsse habt. So, dasselbe machen wir am Boden. Komm ich hier noch ein bisschen runter, ja, das geht. So, Boden dasselbe. Jetzt nehme ich einmal die Kletter. So, jetzt können wir hingehen, können hier die Tischbänder noch vorbei und dann war es das schon. Ihr Lieben, wie gesagt, ich habe das ja eben schon gesagt, ich beziehe mich jetzt nur auf den Duschbereich. Den Rest mache ich jetzt gleich noch. Es geht einfach nur mal darum, dass ihr seht, wie man eine Dusche abdichtet. Ihr seht es, es ist alles gemacht. Dichtbänder, Dichtecken, Dichtmanschetten. Die Kerlimatte auf dem Boden habe ich euch jetzt nicht gezeigt, wie man die klebt, weil im Prinzip, oder was heißt im Prinzip, es ist genau dasselbe wie an der Wand. Ne? Ganz normal mit Kleber kleben, dünne Zahnung, 3 mm empfehle ich dafür. Draufkleben, glatt ziehen und gut ist. Ne? Die Dramatte habe ich hier außen auf dem Boden, einfach aus dem Grund, der Estrichaufbau hier ist relativ niedrig. Wir haben hier über den Rohren nur noch knapp 2 cm Überdeckung und deswegen wollte ich einfach eine Dietramatte einbauen, weil es für mich ein kritischer Untergrund ist und so einfach ein bisschen Stabilität noch gewährleistet ist, beziehungsweise ein bisschen Sicherheit. Ne? Genau, wie gesagt, Kerdikol, Dichtband, Keber, Kerdiband und die Kerdibahn. Das ist alles, was ihr zum Abdichten braucht. Und natürlich Flexkleber. Ne? Die Bahnen werden mit Flexkleber geklebt. Anschließend über alle Stöße und Ecken werden Dichtbänder gelegt, über die Wasseranschlüsse, Dichtmanschetten. Und dann habt ihr es schon. Das war dann im Prinzip alles. Ihr habt eure Dusche fachgerecht abgedichtet. Seid immer auf der sicheren Seite, dass ihr keinen Wasserschaden bekommt. Gerade bei ebenerdigen Duschen, wo ihr immer die Rinne am tiefsten Punkt habt, da bleibt halt die Rinnen. Es ist halt einfach so, die haben Haarsiebe drin. Das heißt, ab einer gewissen oder nach einer gewissen Zeit sind die Rinnen auch mal zu, dass man die sauber machen muss. Das heißt, wenn dieser Moment gekommen ist, läuft das Wasser auch ein bisschen schwieriger ab bei so Rinnen. Das heißt, es bleibt auch mal ein bisschen Wasser vor der Rinne stehen während dem Duschen, weil es einfach langsamer abläuft. Und da ist eine akkurate Abdichtung wirklich sehr, sehr wichtig. Ne? Silikon nachher in den Ecken ist kein Dichtstoff. Ne? Also man kann nicht auf eine Abdichtung verzichten, weil man sich denkt, okay, die Ecken werden ja eh mit Silikon ausgespritzt. Ne? Abdichtung ist ein Muss in der Dusche. Ich zeige euch das Ganze jetzt noch einmal von nahem.
So, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst wie immer einen Daumen nach oben da. Ich bedanke mich nochmal recht herzlich bei der Firma Schlüter, die mir diese Produkte zur Verfügung gestellt haben, um euch so ein Video zu zeigen. Ja, in diesem Sinne, probiert es aus, traut euch ruhig mal selber dran. Es ist alles wirklich keine so große Hexerei mit den richtigen Produkten und der richtigen Erklärung, was ich hoffe, die ich euch jetzt gegeben habe, kann sowas auch ein Laie. Ne? Das ist natürlich ein vorsichtiges Thema und ein wichtiges Thema, gell? Ein ernsthaftes Thema. Also man kann da nicht rangehen und sich denken, oh, das ist schon irgendwie dicht, sondern das sollte schon sehr sorgfältig gemacht werden. Aber ich bin der Meinung, dass handwerklich ambitionierte Menschen sowas hinbekommen. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, lasst einen Daumen nach oben da, abonnieren, der Fliesenleger auch auf Instagram schauen, auf TikTok vorbeischauen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. In diesem Sinne, vielen Dank, bis zum nächsten Mal, euer Fliesenleger. Ciao.